Guten Morgen! Heute soll es um das Thema Zucker in Obst gehen. Es wird immer noch von einigen gesagt, boah, nicht so viel Obst, da ist ja so viel Zucker drin. Und gerade für Menschen, die Typ 2 Diabetes haben, würde diese Falschaussage, mittlerweile belegte Falschaussage, immer wieder ins Feld geführt. Und die Menschen haben sich sozusagen dann wirklich vom Obst ferngehalten, was, wie ja neueste Studien zeigen, eben genau das Falscheste ist, was sie hätten tun können. So schade das ist, aber unser Wissen geht immer weiter und deswegen seid ihr auch hier auf dem Kanal, um euch auch weiterzubilden. Also Zucker im Obst. Die Studien, die den Zucker sozusagen behandeln und wo auch die negativen Effekte des Zuckers behandelt werden, das heißt Bluthochdruck, dass die Leberfunktion sozusagen verringert wird und auch, dass eine Gewichtszunahme oft bei sehr zuckerreicher Ernährung existiert, die bezieht sich immer nur auf zugesetzten Zucker. Das heißt, wenn man viele Softdrinks isst oder Süßwaren isst oder alles, wo Zucker zugesetzt ist, dann treten diese Effekte auf. Nur bei zugesetzten Zucker. Wenn wir aber von Fructose reden, von Fructose im Obst, Fructose kann man mittlerweile auch extrahieren und so zugeben, aber wenn wir von Fructose im Obst reden, da existiert dieser Zusammenhang nicht. Dieser Zucker, der da aufgenommen wird, der wird eben in einem Gesamtpaket geliefert. Der wird eben nicht nur zugesetzt geliefert, also einzeln die Fructose, sondern sie wird in einem Gesamtpaket geliefert mit Phytinnährstoffen, mit Ballaststoffen und auch mit Antioxidantien. Und da hat man untersucht in einer Studie, die Studien bzw. das Wissen, was ich euch heute präsentiere, das ist aus einem Buch, was ich euch auch unten verlinkt habe, wo die Studien eben auch erwähnt sind und wo auch seinerseits konkret zu den Studien dann auch der Verweis ist. Da hat man folgenden Versuch durchgeführt. Man hat eine Anzahl von Probanden ein Wasser zu trinken gegeben, wo man 3 Esslöffel Zucker reingetan hat. Und das sind etwa so auch wie so Softdrinks, so ungefähr das haben, die Menge an Zucker. Und das hat man dann halt getrunken, also einfach zugesetzten Zucker reingetan. Das hat man dann getrunken und dann hat man den Blutzuckerwert geschaut. Der ist innerhalb der ersten Stunde nach oben geschossen. Das soll das andere sein. Und danach ist natürlich Insulin gebildet, Insulinanstieg. Und dann ist der Blutzuckerwert wieder in den Keller gegangen. Und zwar so in den Keller gegangen, dass es sogar noch mehr in den Keller gegangen ist, als bei Leuten, die zum Beispiel fasten. So, also richtig, richtig tief. Und das hat dem Körper sozusagen suggeriert, hey, das ist jetzt eine Hungersituation. Das ist jetzt eine Situation, das ist gefährlich für den Körper. Und dann schickt er sozusagen, was man noch an Fett im Körper hat, als Fettspeicher, schickt er in die Blutbahn, um entsprechend den Körper wieder mit Energie zu versorgen. Bezüglich Fett in der Blutbahn und generell Fett als Energieträger in unserem Körper, insbesondere wenn er auch gespeichert wird, habe ich schon mal ein Video gemacht. Das führt in diesem Prozess jetzt, wenn Fett in die Blutbahn geschickt, zu großen Risiken und auch zu großen Gefahren für den Körper. Das habe ich aber alles in dem Video, was ich euch hier oben präsentiert habe, in den Infokarten schon mal geschildert, will ich mich nicht wiederholen. Ich will mich da wirklich heute auf den Zucker beschränken. Das heißt, der Körper hat diese Hungersituation und wie gesagt, dann, was zum einen natürlich dazu führt, dass man wieder viel, viel isst, weil man ja Hunger hat und denkt, und das ist ja die Problematik, wenn man sehr zuckerreich isst, zugesetzten Zucker. Und eben auch diese Problematik, dass Fett sozusagen in die Blutbahn dann gelenkt wird. Obwohl der überhaupt kein Mangel bestünde in der Situation, weil man hat ja gerade Energie zu sich genommen. Aber der Körper interpretiert das eben so. Nun hat man es so gemacht, dass man den Selbstversuch wiederholt hat. Man hat wieder diesen 3 Esslöffel Zucker in Wasser zu trinken gegeben, aber dazu noch einen weiteren Esslöffel Zucker, allerdings nicht in der reinen Form, also extrahiert, sondern hat Beeren, so viel Beeren, also sozusagen püriert, damit
der Zuckergehalt ungefähr 1 Esslöffel Zucker entspricht und hat es zusätzlich noch, also wäre es dann 4 Esslöffel Zucker, nach zumindest der Denkweise der letzten Jahrzehnte der Ärzte, und hat das dann getrunken. Müsste ja im Endeffekt dasselbe passiert sein wie auch vorher. Aber, und hat das gemessen, obwohl 25% mehr Zucker hinzugefügt wurde, erfolgte keine verstärkte Reaktion. Und es verstärkte auch keine Fettabgabe ins Blut. Passierte auch nichts. Das heißt, dieser Esslöffel Zucker, der wird überhaupt nicht wahrgenommen. Der Anstieg von 2 zu 3 Esslöffel Zucker, der wurde wahrgenommen. Das heißt, man hat dann sozusagen geführt, ob das vielleicht so ein Grenzlevel ist, die 3 Esslöffel Zucker, dass man durch Zufall vielleicht gerade so das Grenzlevel erreicht hat, wo danach keine erhöhte Reaktion mehr stattfindet. Nein, es ist eine in etwa ein linearer Anstieg von 2 zu 3 Esslöffel Zucker zu verzeichnen, aber von 3 zu 4 Esslöffel Zucker war gar nichts. Da seht ihr, dieser 1 Esslöffel Zucker in Form von Beeren, der hat überhaupt keine derartige Auswirkung, wie wenn ihr einfachen extrahierten Zucker nimmt. Weil eben dieses Komplettpaket mit dabei ist. Und dann gibt es auch noch Studien, die weitergehen. Und das sind relativ aktuelle Studien. Aber man muss eigentlich, wenn man das schon sieht und das schon erkennt, ja, kann man eigentlich schon weiß, wohin es gehen wird. Und zwar, dass Früchte insulinhemmend wirken. Das heißt, dass sozusagen der Insulinanstieg von den Früchten, obwohl da Zucker drin ist, gehemmt wird. Und das hat zwei Gründe. Zum einen haben die Ballaststoffe so eine gelbildende Wirkung im Dünndarm. Und dadurch wird die Absorption vom Zucker verhindert. Und das zweite ist, dass diese Phytin-Nährstoffe, die man, ja, sag ich mal, noch nicht so erforscht hat. Also man hat natürlich schon, ich habe ja zu Phytinsäure auch mal ein Video gemacht, dass Phytinsäure sogar eher positiv ist als negativ, deshalb Nüsse nicht einweichen sollte. Aber man hat das noch nicht, also man ist ja noch in den Kinderschuhen bei der Phytinsäure. Aber auch das verhindert die Absorption von Zucker. Also genauso wie diese gelbildende Wirkung quasi die Absorption verhindert. Wobei da das passiert eher dadurch, dass sie sozusagen die Zuckerfreigabe in erster Instanz schon verhindern. Das heißt, sie haben da gar nichts mehr damit zu tun, außer diese gelbildende Wirkung. Aber das aus dem, was man gegessen hat, das Zucker, dass das freigegeben wird, ist der Effekt. Bei den Phytinsäuren vermutet man eher, dass das tatsächlich mit den Absorptionseigenschaften zu tun hat. Wie dem auch sei, auf jeden Fall bedeutet das, dass Obst sogar eine positive Wirkung hat auf den Insulinspiegel. Das heißt, Ärzte tun jetzt mittlerweile genau das Gegenteil von dem behaupten, was vor 10, 20 Jahren noch Usus war. Wer Diabetes Typ 2 hat, da gibt es zum einen keine Einschränkungen mehr, was Obstkonsum angeht. Das war der erste Schritt. Und nun ist man dazu übergegangen, dass man sagt, man soll viel Obst essen. Natürlich gibt es auch zu viel an Obst, brauchen wir nicht zu reden, es gibt auch zu viel an Wasser. Aber da gibt es den körpereigenen Stopp. Da sind wir wieder bei der Rohkost. Ja? Das heißt, wenn euch jemand kommt und sagt, boah, mit so viel Obst, Zucker ist ungesund. Ja klar, ist Zucker ungesund, aber nur der isolierte Zucker. Dann verweist ihn auf idealerweise das Buch oder auf die Studien in dem Buch. Und dann werdet ihr erkennen, nein, Zucker ist nicht ungesund. Zucker ist nur ungesund, wenn er losgelöst von dem Naturpaket, was uns geliefert wird, wenn er rausgerissen wird. Deswegen plädiere ich ja für eine natürliche Ernährung. Und wenn ihr Obst in einer reinen Form nehmt, dann nehmt ihr das Komplettpaket auf. Mit den Ballaststoffen, mit den Phytin-Nährstoffen. Das nehmt ihr alles auf. Mit den Antioxidantien, mit den Farbstoffen, die da drin sind, die Pigmente. Ne, die Pigmente sind ja die Antioxidantien. Dazu hatte ich ja schon mal ein Video gemacht. Entweder kommt das noch oder ich habe es schon veröffentlicht. Ja, also ihr nehmt das Komplettpaket auf. Und das Komplettpaket ist gesund. Obst ist gesund. Egal wie viel Zucker da drin ist. Ne? Gut, falls das Video in 20 Jahren noch gesendet wird, es gibt vielleicht irgendwann so extrem überzüchtete Sorten, wo vielleicht dann die nur 100% Zucker bestehen, dann mag das vielleicht nicht mehr ganz so zutreffen, aber im Großen und Ganzen könnt ihr euch, egal was ihr für ein Obst vor euch liegen habt, könnt immer davon ausgehen, dass das Obst gesund ist.
Und das wollte ich euch heute mitteilen. Gerade dieses Argument, Zucker ist ungesund, stimmt, aber Obst ist gesund, auch wenn da Zucker drin ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.